Und wir sind live von der Messe Make hier in Aalen. Ich heiße Lars Reckermann, bin der Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost. Und wir sind wieder in unserem Lift, in unserem Fahrstuhl, in unserem Elevator. Neben mir Lukas und Simon. Die beiden haben gleich Zeit, mit mir quasi 2 Minuten in diesem Fahrstuhl hochzufahren und mir ihre Geschäftsidee zu erklären. Und dann so nach 2 Minuten, wir sehen eine Uhr, ihr müsst ein bisschen Bauchgefühl haben, kriegen wir mit, es geht wieder runter, dann stelle ich vielleicht dumme Fragen. Oder aber auch die beiden erklären mir noch was. Nach 4 Minuten ist Ende, dann müssen sie gepitcht haben, wie das so schön heißt. Die beiden sind aber total erfahren. Gestern haben sie es in 3 Minuten geschafft, von daher haben sie heute noch 1 Minute, können sie wahrscheinlich noch Handstand machen. Wir legen los, gucken auf die Uhr. Lukas, Simon. Also erstmal hallo zusammen. Wir freuen uns natürlich heute hier mit dem Lars im Fahrstuhl sein zu dürfen. Wir sind das junge Startup Regional und Fair. Mein Name ist Simon, ich bin 20 Jahre alt und ich habe das Unternehmen mit meinem Geschäftspartner Lukas Niklas zusammen gegründet. Genau, hi zusammen. Mein Name ist Lukas Niklas, bin 28 Jahre alt, komme aus Kirchheim am Ries und habe mit Simon zusammen letztes Jahr 2020 unser Startup gegründet. Das Ziel von unserem Startup ist einfach, die regionalen Produkte für die Endverbraucher einfacher zugänglich zu machen, somit mehrere Hofläden, verschiedenste Hofläden in einem Online-Shop zu vereinen und so praktisch einen einheitlichen oder einen größeren Einkauf abdecken zu können, wo man nicht die einzelnen Hofläden abfahren muss, sondern alles aus einem Sortiment im Internet sich zusammenstellen kann und nach Hause liefern lassen kann. Gestern konnten wir auf der Make den Sonderpreis Bestes Konzept für eine Shopping Mall gewinnen. Somit gibt es ab dem 11.11. diesen Jahres einen Standardshop im Kubus in Aalen. Nun ein paar Hardfacts zu unserem Unternehmen. Also wir sind seit diesem Jahr, des 15. Januar online, konnten seither über 350 Bestellungen generieren, konnten unsere Lieferantenanzahl von 10 auf 35 steigern und haben eine Reichweite im ganzen Bundesgebiet. Genau, von den verschiedenen Hofläden, die wir inzwischen eingebunden haben, sind wir im Januar mit 10 gestartet und an die 100 Produkte, haben das Ganze im letzten halben Jahr schon auf über 35 verschiedene Hersteller und Manufakturen ausgebaut mit über 320 Produkten, die wir aktuell im Shop haben und haben auch schon die nächsten 3-4 Hofläden auch schon wieder in der Pipeline, die jetzt nach und nach mit angelegt werden. Nun ein kleiner Zukunftsausblick für unser Unternehmen. Das ist natürlich jetzt ein super Preis, der Offline-Store im Kubus in Aalen. Das ist ja unser Konzept, eine Offline-Online-Variante anbieten zu können. Und wir hoffen natürlich, dass unser Konzept angenommen wird, da Regionalität und Nachhaltigkeit aktuell auf jeden Fall den Lauf der Zeit erwischt. Genau, also wie von Simon schon erwähnt, ab dem 11.11. findet ihr uns auch im Kubus in Aalen. Schaut auf jeden Fall vorbei. Oh, man merkt die Profis. 2 Minuten, wir sind jetzt oben. Okay, Konzept habe ich verstanden. Klappert ihr noch so Hofläden ab? Also ihr müsst ja auch sagen, je mehr wir haben, umso besser ist es für uns. Wie läuft denn da eure Akquise? Genau, also das war lustigerweise, am Anfang sind wir wirklich losgefahren zu einzelnen Hofläden, die wir halt einfach mit drin haben wollten, wo wir die Produkte einfach toll fanden, haben die angesprochen, mussten die anfangs auch noch ein bisschen überzeugen, was eigentlich unsere Vorteile sind, das ganze Marketing, das wir auch für die auf Facebook, Instagram betreiben. Inzwischen hat sich es aber eigentlich gedreht, nachdem wir dann so an die 15, 20 Hersteller und Manufakturen in unserem Shop drin hatten, hat sich so gedreht, dass inzwischen die ganzen Shops, Hersteller und Manufakturen uns anschreiben und sagen, hey, könnt ihr nicht unsere Produkte im Shop noch mit aufnehmen? Und dann starten wir praktisch und machen uns ein Bild von dem Unternehmen, wer steht dahinter, wie wird es hergestellt, schauen uns das Ganze dann vor Ort an und wenn das alles passt, dann kommen sie mit in den Shop rein. Also ihr würdet schon entlarven, wenn ich mir irgendwie eine Kiste beim Discounter hole, stelle mir in die Ecke und sage, ich möchte bei euch mitmachen. Ihr kennt eure Kunden. Auf jeden Fall. Also unsere Kunden haben auf jeden Fall einen hohen Anspruch an die Regionalität, an die Nachhaltigkeit. Bei uns wird auch jeder Lieferant nach gewissen Kriterien geprüft, werden die Produkte in Süddeutschland hergestellt. Unser Einzugsgebiet ist Baden-Württemberg und Bayern. Und das ist einfach, wir wollen eine alternative Einkaufsmöglichkeit bieten, in der Transparenz und Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt. Kann ich mich komplett bei euch jetzt schon versorgen? Also ihr habt alles an Produkten, was ich brauche, um satt und wenn ich durstig bin, dann auch satt zu werden oder fehlt noch was? Also aktuell im Onlineshop beschränken wir uns auf haltbare Lebensmittel, einfach weil wir ein ziemlich junges Startup noch sind, erst seit 9 Monaten online, haben noch nicht den Durchsatz, den wir bräuchten, um auch frische Lebensmittel durchgängig absetzen zu können. Deswegen haben wir im Onlineshop jetzt von den 320 Produkten sind wir hier dabei mit Haltbarkeit 3 Monate und dann halt nach oben bis zu 1-2 Jahren, sage ich mal. Und im Shop in Kubus, da wird es aber dann auch frische Lebensmittel, also Gemüse, Kartoffeln und so weiter, wird es dann im Kubus auch geben. Frische Joghurts, Käse, also alles von regionalen Herstellern. Da wird das Sortiment im Kubus dann nochmal erweitert zu dem Online-Sortiment. 2 Sekunden, super. Euch beiden vielen Dank. Alle Startups, die wir hier haben, findet ihr bei uns auf unserem YouTube-Kanal. Ab Montag sind die alle online. Dann kriegt ihr auch nochmal die Bauchbinde drunter und dann wisst ihr, wo ihr die beiden finden könnt. Und wir haben es gerade schon gesehen, November im Kubus in Aalen. Genau. Danke euch beiden. Schaut vorbei. Tschüss.